Hallo, mein Name ist Christian Konrad. Heute möchte ich euch ein paar Möglichkeiten zeigen, Tonleitern zu üben. Ganz viele Leute haben schon mal irgendwann zum Beispiel eine C-Dur-Tonleiter gelernt und können die auf- und abwärts spielen. Das mache ich mal als erstes. Allererste Übung, wenn man jetzt eine Tonleiter neu lernt. Die Frage, die mir oft gestellt wird, ist aber, was kann man denn darüber hinaus noch machen? Und eine hilfreiche Übung ist das Spielen in Intervallen. Das heißt, ich überspringe immer eine gewisse Anzahl Töne in der Tonleiter. Ich mache es mal vor. Ich fange mit C an und spiele jetzt aber nicht D, sondern den übernächsten Ton E. Das ist der Abstand einer Terz. Deswegen nennt man diese Übung auch Tonleiter spielen in Terzen. Ich fange an C, und immer so weiter. Ich lasse also immer einen Tonleiterton aus. Ich mache es mal durch die ganze Lage. Spielt aber auch keine Rolle. Das wäre also C-Dur in Terzen. Und das mache ich in allen Lagen. Also nicht nur in dieser einen, sondern ich fange direkt mal mit der nächsten Lage an. Ich kann auch mal auf der sechsten Seite anfangen, dass wir die auch mitgeübt haben. Und wieder zurück. Das mache ich über das ganze Griffbrett. Das wäre meine Übung 1 in Intervallen. Das nächstgrößere Intervall, das wir mit der Durtonleiter üben können, sind Quarten. Das heißt ganz praktisch für uns, wir überspringen immer zwei Töne. C, F, D, Also immer innerhalb der Tonleiter zwei Töne überspringen. Ich spiele es mal komplett.